Hallo und herzlich willkommen zu Nachhilfe für dich. Heute geht es weiter mit unserer Besprechung von der Schimmelreiter, mit der wir ja schon recht intensiv in den vergangenen Folgen begonnen haben. Und ja, das alles geschieht im Rahmen eines Schulprojekts für den externen Bildungsabschluss. Und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Und ja, ich bitte euch zu berücksichtigen, dass nicht immer alles vielleicht für die Bedürfnisse von allen gedacht ist, sondern dass diese Angebote, wie wir sie hier haben, primär auf meine Schüler abgestimmt sind und dass das eben auch für uns die einzige Richtschnur ist. Ja, ich wollte heute einmal etwas erzählen über die autobiografische Interpretation und ein paar Interpretationsansätze wiedergeben und auch nochmal einfach das als Impulse, also ich bitte das als Impulse zu verstehen und nicht als absolutes Referat jetzt, ne? Sondern das sind Unterrichtsimpulse, weil wir anhand des Invented Classroom Prinzips arbeiten und den Unterricht quasi vorbeugend bei YouTube machen und ins Geschehen dann in der persönlichen Konfrontation einsteigen. So für euch ist es, kann es auch als Grundlage der Reflexion genutzt werden. Von daher, ne, schaut es euch an. Also wir begrenzen es nicht nur auf eine autobiografische Interpretation in diesem Video, sondern nennen das mal realistische Bezüge. Also zunächst möchte ich was über Storm sagen. Storm war erklärter Gegner von Religion und Aberglauben. Er hatte zwar eine totale Affinität zu Sagen, also das war eine Sache, die ihm sehr wichtig war. Er hat bereits von frühester Jugend an Sagen und Geschichten gelesen, aber diese übermäßige Gläubigkeit, diese Hörigkeit der Obrigkeit gegenüber, die viele gläubige Menschen an den Tag legten, das war ihm zutiefst zuwider. Also Sagen, ja, die findet man ja auch in diesem Buch Der Schimmelreiter verarbeitet. Also das ist ja auch ein Stoff, der ihm bekannt war, den hat sich ja Storm nicht ausgedacht. Aber eben keine Religion und kein Aberglaube. Des Weiteren kann man Orte wiederfinden, die in der Novelle drinne sind, aber die auch einen realen Bezug haben. Schlendert man zum Beispiel durch die Hattstädter Marsch im Norden von Husum, im heutigen Hattstädter Koog, so kann man erahnen, dass sich da möglicherweise ein Ort ist, wo das auch hätte passieren können, also der Storm sozusagen, Storms Idee vom Schimmelreiter sehr ähnlich ist. Das Gehöft des Deichgrafen, auf dem Hauke und Elke wohnen, kann man anhand des Hofes vom real existierenden Deichgrafen oder Johann Iversen Schmidt wiedererkennen. Genauso wie einige Personen des Dorfes. Dieser hatte, wie im Schimmelreiter auch, zum Beispiel eine behinderte Tochter. Was es real gibt und was man heute wirklich besuchen kann, ist der sogenannte Hauke-Haien-Koog, der sich zwischen Fahrentoft und Ockholm befindet, im nördlichen Nordfriesland. Eine Person, die real existierte und die im Schimmelreiter sogar erwähnt wird, ist Hans Mommsen. Der kam aus Fahrentoft, also da, wo heute der Hauke-Haien-Koog ist. Und Hauke Hein hat Züge von Hans Mommsen. Das war ein Eigenbrötler, der auch aus ähnlichen Verhältnissen kam wie Hauke und Mathematiker und Techniker war. Er baute selbst Orgeln und Teleskope. Er lebte 1735 bis 1811 und war selbst Landmann. Und sein Vater war auch Landmann. Er machte viele Sachen so mit seinen Händen, er zeichnete, lötete, drechselte, beschäftigte sich mit Mathematik und er war es auch, der eine niederländische Euklid-Ausgabe auf dem Dachboden fand. Ja, wie bei Hauke auch, war es auch dem Vater von Hans Mommsen ein Dorn im Auge, dass sein Sohn sich so viel mit Kopfarbeit beschäftigt und auch der Vater hätte
Hans Mommsen lieber in weniger geistigen Gefilden gesehen. Eine Person, die ebenfalls real existierte und die man als Vorlage sehen könnte, war die Figur von Jean-Henri Desmikiris, also das kann ich wirklich nicht aussprechen. Der hatte sich für neue Profile mit Deichen Ideen ausgedacht und baute drei Köge in Nordfriesland auf Nordstrand und an den Reusenkögen. Er ist eine wichtige Vorlage und hat auch mit den neuen Deichkonzepten Furore gemacht. Weitere Fragmente von Storms Leben und so sind in der ganz äußeren Rahmenhaltung zu erkennen. Hier kann man Storms Urgroßmutter Frau Feddersen erkennen, die ein Haus in der Nähe des Husumer Hafens bewohnt hat. Aber der Rahmen der Erzählung ist nicht autobiografisch, sondern ist durch und durch fiktiv. Und man kann aber sehen, dass der Mann im zweiten Erzählrahmen eindeutig auf die große Stadt Husum zureitet. Groß ist relativ, ne? Aber die ist auch real existierend und kann besucht werden und bewohnt werden, wie man an uns sieht. Ich danke euch jetzt schon mal für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ja, dass ich euch eine Freude machen konnte mit dieser Ausführung und euch für eure Prüfung helfe. Danke und bis dann.